Wir legen los bei diesem Spiel mit einer Frage, die ich euch allen stelle. Wenn ihr die Antwort wisst, buzzert ihr. Ihr habt die Frage richtig beantwortet, habt einen Punkt. Dann ist es so, dass ihr zocken könnt. Wenn ihr zocken wollt, habt ihr die Auswahl aus 36 Fragen, die wir euch da oben auf dem Cube zeigen, in Form von Zahlen von 1 bis 36. Und einen Zufallsgenerator könnt ihr starten, indem ihr auf euren Buzzer haut und wieder stoppen, indem ihr nochmal draufhaut. Und dann wird eine Zahl gepickt, die dreht sich rum und da steht dann eine Frage. Wenn ihr diese Frage auch richtig beantwortet, habt ihr einen weiteren Punkt, habt also schon 2 Punkte. Das könnt ihr maximal 4-mal spielen, das heißt, ihr könnt 5 Punkte holen in einer solchen Runde. Solange ihr alle Fragen richtig beantwortet. Solltet ihr auch nur eine Frage falsch haben, sind alle Punkte weg. Cool. Alles klar. Soweit, so gut? Alles klar? Warte, darf ich noch einmal kurz? Ja. Danke, musste sein. Wahnsinn. Jetzt haben wir eine Frage, die hat's in sich. Und ich stelle sie euch allen. Wer als erstes buzzert, darf ran. Durch welchen schädlichen Stoff, der beim Frittieren entsteht, gerieten vor einigen Jahren Kartoffelchips und Pommes frites in Verruf? Acrylamid. Boah. Weißt du, und dann kommt wieder so eine Frage. Unglaublich. Das ist dein Punkt. Jetzt ist die Frage, Flo. Nimmst du den Punkt oder sagst du, nee, ich lege ihn auf mein Punktekonto und ich zocke? Ich zocke. Du zockst. Ich zocke. Ja. Sehr gut. So macht man das. Dann starte bitte den Zufallsgenerator und stoppe ihn auch wieder. Die 12. Oh, gute Zahl. Das ist diese hier. Wie viele Saiten hat eine gewöhnliche Violine? Cello hat 4. 5. Das ist leider falsch. 4, Mann! Ja, das ist leider falsch. G-D-A-E, auch 4. Auch 4, wie ist Cello? Leider nein, Flo, damit ist auch der gewonnene erste Punkt weg. Und du hast den zweiten möglichen natürlich erst gar nicht gut geschrieben bekommen. Weiter geht's, hier ist die nächste Frage. Wie heißt der Vogel mit der größten Flügelspannweite der Welt, Nimul? Ist das der Albatros? Mann! Ist das der Albatros? Das ist richtig, es ist der Albatros. Bis zu oder mehr als 3,50 Meter Flügelspannweite kann dieser Vogel haben. Und die Frage ist, ob du jetzt aber sagst, den einen Punkt nehme ich, damit fühle ich mich wohl, oder sagst du, ich zocke und hole mir noch mehr? Ich behalte ihn. Du behältst ihn. Mhm. Okay, ein Punkt gut geschrieben auf Nimuls Konto. Hazel, no pressure. Ja, ich bin cool as a cucumber. In the sunshine. Kennt man ja. Wir, Descartes hat das gesagt, glaube ich. Descartes war das, ja. Oder Einstein, einer von beiden. Nee, das war Descartes zu seiner Gurkenzeit. Ja. Wir haben eine weitere Frage und die lautet wie folgt. In welchem Monat wird der Internationale Frauentag begangen? Mann! Nimul. März, 8. März. Ja. Du sagst der 8. März, das ist richtig. Seit 2019 sogar ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Jetzt ist die Frage, nimmst du den Punkt oder zockst du? Ich zocke nicht. Du zockst nicht. Kann sehr klug sein. Ein weiterer Punkt für dich. Damit 7 Punkte für Nimul. Aber ich finde, daran merkt man, dass Nimul Sommelier werden will und nicht einfach besoffen. Es ist sehr vernünftig, wie du agierst. Sehr gut. Das ist eine sehr gute Beobachtung, ja. Gut. Welcher Alfred Hitchcock-Thriller ist berüchtigt für seine schockierende Duschszene? Noch. Nein. Oh. Psycho. Psycho, Psycho, das stimmt. Ein Punkt. Psycho, Psycho. Und jetzt die Frage. Zockst du? Zockst du? Du führst mit 8 Punkten, Nimul folgt mit 7, Hazel 4, Flo 5. Ja, schon zocken ist viel geiler. Nee, ich zocke, komm, ich mach das jetzt mal. Wir zocken, gut. Du startest mit dem Buzzer den Zufallsgenerator und stoppst ihn auch wieder. Sind
schwere und leichte dabei. Wenn du eine Violinenfrage kriegst, die kannst du nicht mehr kriegen, dann wäre es doof. Welche Grundfarbe hat die Pringles-Dose mit Sour Cream auch nicht geschmeckt? Das ist eine schwere Frage, wenn ich ehrlich bin. Das ist, ich wüsste es nicht. Ich weiß es. Es müsste eine grüne Pringles-Dose sein. Eine grüne Pringles-Dose ist richtig, hellgrün. Grundfarbe war aber die Frage. Willst du weiterzocken oder nimmst du die zwei Punkte? Ich nehme die zwei Punkte. Ja, dann kriegt Matthias die zwei Punkte gut geschrieben. Und wir machen für euch alle weiter mit dieser Frage hier. Wie viele Jahre nach der Eheschließung feiert man Silberhochzeit? Matthias. Also wir. Also, das macht zwei im Sinn, wenn man sich dann noch. Es müssten, die Silberhochzeit ist doch 25 Jahre nach der Eheschließung, oder? Ja. 50 Cent Gold. Ja. Ich zocke! Super! Du zockst? Ja. Richtig gut. Okay, gut. Dann bitte ich dich, den Zufallsgenerator auszulösen. Von welcher Band stammen die Hits Creep und Karma Police? Das ist eine gute Frage. Karma Police, fuck Creep. Ist doch dein Metier. Was? Ist doch dein Ding. Ja, Creep ist doch dein Metier. Ich weiß es nicht. Du weißt es nicht? Also ich weiß es. Wenn du es sagst, weiß ich es. Darf ich buzzern? Ich sage dir schon mal, ich nehme dir die Punkte ab. Das wird leider nichts mehr. Nee. Aber ich sage nur Radiohead. Verkackt. Verkackt. Radiohead ist die Band. Ja, es war Radiohead. Ich liebe Radiohead. Tut mir leid. Ja, das war nichts. Aber ich habe noch eine Frage. Wie lautet der Nachname der TV-Moderatorin, die zusammen mit Hugo Egon Balder die Sendung Alles oder moderiert? Ja. Flo. Von Sinnen. Von Sinnen, das ist richtig. Oh. Bravo! Jetzt müssen wir. Ja, jetzt muss zocken. Ja. Flo zockt. Ja. Du bist zwar. Flo zockt und startet den Zufallsgenerator mit seinem Buzzer und beendet. Oh, das ist die 29 schwerste Frage. Wie heißt die Hauptstadt von Peru? Lima. Lima ist richtig. Weiter? Ja. Flo zockt nochmal. Unter welchem Namen ist der Autor Sebastian Hotz im Internet bekannt? Darf ich es ihm sagen, weil ich bin raus? Hä, du weißt doch noch gar nicht, vielleicht kommt ja noch was. Was kommt noch was? Ja, aber weißt du das? Ja, das weiß ich. Jetzt hör mal auf, du weißt es wirklich, Sebastian Hotz. Aber er ist ja eins vor mir, also kommt noch eine Frage? Nee, oder? Es kommt keine mehr. Nein, sag's. Eine machen wir noch, ja. Eine machen wir noch? Haben wir noch. Ah, dann tut's mir leid. Oh! Ja, super. Ich sag's gleich, und du wirst sagen. Hotzenblotz. Hotzenblotz. Das ist aber ein good guess, ist eigentlich besser als der Name eigentlich. Das ist tatsächlich, ja. Vielleicht überlegt El Hotzo, ist es ihn nochmal. El Hotzo ist es. Loser. Danke. Leider nein, leider beide Punkte wieder abgezogen. Spanischer Name, El Hotzo. Wir haben noch eine Frage. Wie heißt ein Film mit Brad Pitt? Stellst du die noch zu Ende? In dem ein... Was? Von den Todsünden, habe ich bei dir eben auch gemacht. In dem ein von den Todsünden besessener Serienmörder sein Unwesen treibt. Hört doch mal bitte auf. Scheiße, schön. Also, nochmal, wie heißt ein Film mit Brad Pitt, in dem ein von den Todsünden besessener Serienmörder sein Unwesen treibt? Ich meine, ganz kurz, was ist denn das jetzt für ein Spiel? Du fängst die Frage an, sie drückt einfach ja, und dann redest du weiter. Ja, ich bin verzweifelt. Ach so, aber Flo hat es eben genauso gemacht. Nee, warte mal, mit dem Frittierfett. Acrylamid war ja klar. Nee, man hätte auch ganz... Nee, da hätte man auch Transfette. Sie hört Brad Pitt und es macht sofort... sagen können. Weißt du?
Ich finde es richtig gut. Man merkt so ein bisschen, dass die Spannung, die ich am Anfang hier reingetragen habe. Wo andere Loch kommt hier. Lagerkoller. Ich finde es so krass, dass man jetzt nach der Folge langsam auch so echt ein bisschen irre wird hier. Ne? Ja, also kannst du von den Todsünden heimgesuchter Serienkiller. Ja. Also ich noch ein. Das ist, ich weiß ich lese sie. Hazel, komm doch mal hier rüber. Hazel. Unter meinem Tisch. Das ist frei. Hazel. Ja. Ich lese sie. Hazel, hörst du mir bitte zu? Ich lese sie jetzt ein allerletztes Mal vor und danach fange ich an, von 5 rückwärts zu zählen. Ja, alles klar. Wie heißt ein Film mit Brad Pitt, in dem ein von den Todsünden besessener Serienmörder sein Unwesen treibt? 5. Ach so, Bullet Train. 3. 2. Das ist auch einer von den Todsünden. 1. Heimgesuchter. 0. Serienmörder. Oder. Ja, dann bin ich raus. Ich verbleibe in tiefer Scham. Also es ist wirklich, für mich ist es ganz, ganz schlimm, hier rauszufliegen. Aber für euch die Chance. Es war sehr schön. Weiter zu spielen. Ach, come on. Das ist gemein. Ich habe so doll gedrückt, dass das Glas runtergefallen ist. Ich wollte es nur sagen, ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Flo? 7. 7, 7. 7. Ist richtig. Oh, Entschuldige, 7. 7 ist richtig. Flo? So. Ich bleib dabei. Ich habe nur verloren, aber ich bleib dabei. Komm, Leute. Das ist ein Zockerspiel. El Hotzo, ey. Wie geht der Reim weiter? Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Wow. Das ist richtig. 3 Ringe den Elbenkönigen hoch im Licht, 7 den Zwergenherrschern in ihren Hallen aus Stein, den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, 9 einer dem dunklen Herrn auf dunklen Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen, ein Ring und so weiter und so fort. Wie ist der Punktestand gerade? Ich mach weiter, komm. Wollte sie gerade nur erklären, aber okay. Wie heißt die serbische Performance-Künstlerin, die mit The Artist is Present... Wie bescheuert muss man sein? ...im MoMA New York für Aufsehen... Reicht der Nachname? ...sorgte. Abramovic heißt sie. Bitte. Marina. Ja, weiß auch den Vornamen. Bitte? Marina. Marina Abramovic ist richtig. Ach, come on. Wow. Sie saß 90 Tage lang, 6 Tage der Woche, immer 7 Stunden am Stück auf einem Stuhl im MoMA, schaute BesucherInnen dort an, die sich ihr gegenüber setzten und tief in die Augen. Darf ich kurz einen Fun-Fact zu dieser Ausstellung sagen? Bitte. Sie hatten prophylaktisch... Warte, wir geben dir kurz Licht, dann sehen wir dich besser. Ach so. Hi. Hi. Die hatten prophylaktisch ein Loch in den Stuhl gesägt, aber sie hatte sich 3 Wochen vorher, glaube ich, angefangen anzugewöhnen, dass sie tagsüber nicht Kaka machen muss. Damit sie nicht, wenn ihr jemand gegenüber sitzt, groß muss, weil es ja mega unangenehm. Ganz so present will man den Artist nicht haben. Wir haben das Licht sicherheitshalber wieder ausgemacht. Ihr könnt mich in einen Epic hier raus. Die Frage, die wir dir stellen müssen, Flo, spielst du weiter? Ja. Flo, Heimat, hey. Wenn ich heute den Walk of Shame gehe, dann will ich in Stolz gehen, Mann. Gut. Dann gucken wir mal, was der Zufallsgenerator. Du bist doch schon weiter. Was? Ja, du bist ja weiter. Frage. Du bist ich bin ja raus. Ja. Flo, die alte Zockermaus. Wie viele Staaten umfasst die Eurozone derzeit? Fuck. Ja, das ist schwierig. Okay, wir zählen mal zusammen auf, oder? Spanien. Nee, du zählst auf, ich nicht. Okay. Helf mir, ne? Spanien, wir haben Benelux, wir haben Frankreich, wir haben Deutschland, wir haben Österreich, wir haben Spanien. Malta, wir haben Zypern, wir haben Benelux. Irland. 10, oder? 10 Zypern. Bis jetzt. Bis jetzt sind es 10. Wir haben. Weiter. Italien, hatte ich halt Italien schon? Spanien. 11, Italien, Und die letzten Urlaubsländer noch. Ich sag nur Spanien. Flo, sieh es mir nach, ich würde jetzt auch langsam runterzuzählen. Ich muss jetzt tatsächlich raten, weil ich komme bei den letzten wahrscheinlich nicht dazu. Ich würde sagen... Spanien? 5. 13. 4. Nee, okay.
3, 2, 1. Leider nein. 15 sind es. Wie viel sind es? 20. Oh. 20. 20. Seit diesem Jahr 20. Das sind 20. Du hast Spanien gesagt. Was ist diese? Ich habe Spanien gesagt. 20. Ja. Dann habe ich es auch nicht verdient, Mann. 20. Mann, ich zocker. Das Beste war, dass du hast dich beim letzten hast du dich so richtig hinreißen lassen von Matthias. So, spielst du klar? Und man dachte sich so, nee, da denkt doch eine Sekunde Mann, nach. Mann, ich darf nie in die Spielbank gehen, Leute. Nee. Mann, riskier die Gier. Wir haben es gesehen, wie es enden kann. Und zwar nicht gut. Das war's. Was uns aber dazu bringt, dass wir einmal gemeinsam auf die Gesamtübersicht schauen. Flo hat es gerade komplett verzockt, noch an Nimul vorbeizuziehen. Matthias führt noch mit 10 Punkten. Nimul auf Platz 2, Flo auf Platz 3. Das wäre dein Ding gewesen, aber da wolltest du zu viel. Hazel leider nur 4 Punkte, aber wir sind am Ende dieser Gewinnstufe und das bedeutet, ich vergebe eine Münze an Matthias Schweighöfer, der mit 10 Punkten führt. Das ist deine Möglichkeit im Finale. Glückwunsch, wenn wir uns dort sehen sollten, diese Münze gegen mich einzusetzen. Hazel. Es geht mir nicht gut. Komm mal. Nice. Es ist als erstes zu gehen, ist immer doof. Immerhin beste Schweizerin der Sendung. Ja. Ich bin fast bei dir. Schade, dass du schon gehst, aber so sind die Regeln. Danke, ne? Ja, ich danke dir. Hazel Brugger! Dankeschön, liebe Band. Das ist so gut schon, dass ich mir den Punkt geben würde. Das würde ich nicht so sehen. Oh. Internet Technology? 50% davon sind richtig. Es war ein absoluter Verzweiflungsbuzzer. Nein, Hazel, das ist falsch. Immerhin beste Schweizerin der Sendung. Ich war letztens in der Quizshow. Habe ich irgendwas gewusst? Nein. Wissen gleich null. Komplett bla. This is too dumb. Is there something smarter on TV? Good evening, come on. Give it up for my horse. Sini, Giuliani, Mark, Flo, leading trumpet by Toby. All right.